Jetzt gehört die Baureihe 485 zu den Alten. Einer von ihnen erhielt diese große durchgehende Frontscheibe. Mit diesem Umbau sollte ein neues Reko-Programm starten. Doch mittlerweile stehen die Vorzeichen eher auf Abstellung und Ausmusterung. Zum Jubiläum 2002 wurde der Zug jedoch noch stolz präsentiert. Das historische Erbe der Berliner S-Bahn wird sich weiterhin in den Museumszügen widerspiegeln. Die lange bewegende Geschichte kann fast lückenlos dargestellt werden. Dazu kommt, dass fast alle betriebsfähig erhalten werden. Das Brummen der Motore und das Klappern der Türen werden so vorerst nicht verstummen. Neu unter den Alten ist ein Halbzug der Bauart 3740. Je ein Viertel befindet sich im Anlieferungs- und im letzten Einsatzzustand. So sah er in den letzten Betriebstagen aus. Die letzten von ihnen fuhren bis in den Sommer 1990. Hier am Bahnhof Alexanderplatz im Winter 1989. Erst 7 Jahre später musste dann der Stadtbahner gehen. Bilder aus den aktiven Tagen in Lichtenrade. Unvergessen ist die Geräuschkulisse. Im Jahr 2000 wurde dann die Reko-Version des Stadt- und Wannseebahners auf die Abstellgleise geschickt. Auch er war jahrzehntelang nicht von den Gleisen wegzudenken. Mit der Stadtbahn-Wiederverbindung kam er ab Mitte 1990 auch ins ehemalige West-Berlin und nach April 1992 auch nach Potsdam, hier im Bahnhof Babelsberg. Ende 2003 kam dann mit der Abstellung der Baureihe 477 das endgültige Aus. Der letzte Vorkriegstyp musste gehen. Hier Bilder aus besseren Tagen. Die weitere Entwicklung im Wagenpark der Berliner S-Bahn dürfte wohl die langsame Ablösung der Baureihe 485 sein. Was dafür kommt, weiß noch niemand. Fotogener wird die S-Bahn in Berlin damit aber sicherlich nicht.